Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns diesmal im Keller von mir. Dort habe ich meine Spiele und alles. Und wenn ich mal was verkaufe, dann findet das alles auch hier statt. Dementsprechend Greenscreen als Hintergrund habe ich jetzt im Stuhl befestigt. Im Grunde genommen ändert sich einfach nicht so. Kameraperspektive ist ein bisschen anders, weil die Kamera auf dem Tisch steht. Ich hoffe, das ist okay so von oben herab. Ich denke, das ist nicht schlimm. Ich habe für euch heute vier NTSC Japan exklusive Spiele, beziehungsweise nicht exklusiv. Ich glaube, eines davon ist auch ist sicher auf jeden Fall auch in Europa erschienen. Ich werde es euch einfach mal rein nachzeigen. Es handelt sich um vier japanische Super Nintendo Spiele. Und die habe ich ersteigert, die haben mich jetzt im Durchschnitt ja so 8-9 Euro gekostet. Und was ich ja krass finde bei den Japanern, also die haben erstmal, ich weiß nicht, ob ihr schon mal hier so eine Art Game gesehen habt, vielleicht die Jüngeren unter euch, aber auch vielleicht auch die Leute, die ja japantechnisch noch nie was gesammelt haben oder noch nie so ein Spiel gesehen haben, denn die sehen nämlich anders aus. Da werden wir gleich zu kommen. Ich werde die Kamera gleich auch nochmal ändern, die Kameraperspektive. Werde ich auf den Tisch fokussieren. Aber ich werde euch das Spiel einfach mal ganz kurz zeigen und dann werden wir nochmal genauer drauf eingehen und wir werden uns nochmal drauf eingucken. Wir haben mal Derby Stalloon 3, wenn das richtig ausgesprochen wird. So ein Baseballspiel von Namco. Damals noch. Keine Ahnung, wie das heißt, das ist alles japanisch. SimCity 2000, ein Klassiker. Und von Sunsoft irgendein Pinball-Spiel. Ich versuche das jetzt mal so in die Kamera zu halten, dass ich nicht irgendwie jedes Mal so machen muss. Das ist irgendwie eine schlechte Angewohnheit von mir. Ich würde mal sagen Intro und danach fangen wir mal an. Und gucken uns das Spiel einfach mal an, würde ich mal sagen. Ne? So, meine lieben Freunde. Also, auf geht's, würde ich mal sagen. Fangen wir mal an mit dem Pinball-Spiel. Mit dem japanischen Pinball-Spiel. Ich hoffe, ihr könnt das soweit erkennen. Ich werde mal ein bisschen zoomen. So, machen wir mal. So. Das sollte so okay sein. Alles klar. Also, das ist dieses berühmt-berüchtigte Spiel. Und anders wie bei den europäischen Spielen sind die Spiele, also sind die Cover nicht irgendwie so lang, sage ich jetzt mal, sondern gerade, wie nennt man das? Auf jeden Fall andersförmig, ne? Man öffnet die Spiele dann von hier oben und wir machen das Ganze einfach mal auf, würde ich mal sagen. Die sind wirklich alle in einem richtig guten Zustand, muss ich sagen. Und wir gucken uns das einfach mal im Detail mal an, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr könnt das soweit erkennen. Machen wir mal ein bisschen Zoom. Und genau, die kommen alle in so Plastikverpackungen. Na, wenn ihr das seht, ich habe jetzt die Anleitungen und alles alle einmal nochmal eingepackt. Aber wir werden die ganzen auch nochmal gleich hier an der Stelle auch nochmal auspacken. Dann haben wir einmal das Spiel. Das sieht dann so aus. Genau. Rückseite nochmal. Ist noch nicht vergilbt oder so. Also der Sammler ist damit richtig pflegsam umgegangen. Und sind jetzt auch so in dem Sinne meine allerersten japanischen Super Nintendo Spiele. So. Genau. Das Ganze wird dann in so einem Plastikcase gab es in so einem Plastikcase. Die europäischen Spiele, das war alles Pappe, ne? Und das dementsprechend halten die japanischen auch mehr, auch wenn das nicht so umweltbewusst ist. Aber naja. Aber dafür halten sie immerhin noch für die Ewigkeit bewahrt. Genau. Ich würde sagen, wir legen das erstmal weg und gucken uns jetzt einfach mal die Beilagzettel
Zettel an. Machen wir das Ganze einfach mal auf, würde ich mal sagen. So. Da ist bei den meisten Spielen, habe ich beobachtet, wenn sie denn vollständig sind, dann ist da so ein, ja, so ein, ne, hier achte bitte drauf auf die Anschlüsse. Und vielleicht auch für, ich weiß es nicht, vielleicht hatte damals nicht jeder so einen Anschluss. Ich weiß es nicht. Man muss man ja auch aufpassen, gerade wenn du, die hat irgendwie, die verbraucht mehr Power oder so. Wenn du den in Europa anschließt, dann überhitzt die, glaube ich. Und deswegen sollte man das nicht unbedingt machen. Dann hier noch so eine, ja, weiß ich jetzt nicht. So ein Beilagzettel. Okay, kennt man den überhaupt vernünftig? Nicht wirklich, ne? Da soll, ich denke, so sollte das gehen. Das war dabei. Und dann hier einmal die Anleitung. Ja, auch sehr schön hier an der Stelle. Sehr, sehr schön. Ich glaube, für das nächste werde ich gleich die Kamera mal drehen, dass sie auf meiner Seite ist, weil so ein Spiegelverkehr ist ein bisschen schwierig. Da können wir ja mal reingucken, wenn ihr möchtet. Ja. Die kann man am besten erkennen. Ich hoffe, das geht so einigermaßen in Ordnung. Natürlich alles auf Japanisch. Aber eine sehr schöne Anleitung. Das ist soweit dann komplett. Und das kommt dann wieder alles einmal aufbewahrt in diese Box. So, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Spiel. So ist es auf jeden Fall besser von der Perspektive aus. Lasst euch nicht von den ganzen Spielen beirren. Es geht hier nur um diese Fläche. Also, kommen wir zum nächsten Spiel. Kommen wir erstmal zum, ja, zum Pub-Inlay. Das ist jetzt hier einmal, das sieht jetzt so aus. Das wäre es dann mal ein bisschen, ja, man sollte nicht unbedingt die Füße von der Kamera sehen. Das wäre jetzt das schöne Ding, SimCity 2000, ne? Von Maxis. Kam jetzt raus. Made in Japan. Oh, ist so schön gemacht einfach. Wenn man mal guckt, die Bilder, die Screenshots. For use. Ist für Sale and Use only in Japan. Das steht dann tatsächlich bei allen diesen Spielen drauf. Ich habe das jetzt schon mal rausgeholt. Gucken wir uns das Ganze einfach mal an, würde ich mal sagen. Also. Ne, das war falsch. Das ist auch das falsche Spiel. Bei SimCity 2000 haben wir auch einmal dieses Stromanschluss-Warn. Broschüre. Dann einmal diesen gelben Zettel, den wir auch bei dem Pinball-Spiel hatten. Den haben wir hier auch einmal. Wobei, scheint mir doch eigentlich anders auszusehen. Aber es ist sehr massives Papier. Das ist sehr dickes Papier. Dann haben wir, das gehört glaube ich auch nicht dazu. Ne, das gehört auch nicht dazu. Die Anleitung und dabei war noch einmal das hier. Bei SimCity. So eine, ja, so ein Beilagzettel, so eine dünnes Fützelchen Papier. Auch ganz schick, dass sowas beigelegt wird. Dann haben wir einmal das Spiel an sich. Auch sehr schön. Wenn man mal guckt hier. Kurioserweise ist hier auch sehr viel auf Englisch bei SimCity 2000. Vielleicht, weil das auch außerhalb Japans rausgekommen ist. Gucken wir uns mal die Anleitung an. Da haben wir hier auch, das hier ist zum Beispiel Englisch. Hier haben wir nochmal den Super Nintendo Controller. Sehr viel in Farbe. Ein richtiger Batzen ist das hier an Anleitung. Ist auch ein Klassiker an Videospiel, SimCity, nie gezockt, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Oh,
Schon wirklich, also das ist eine sehr schöne Anleitung. Hier wird nochmal Werbung gemacht für ein anderes Spiel. Sehr schön. Ein Eselsohr hier so ein bisschen. Ein paar Knicke, ein paar Dellen drin, aber immerhin ist das dabei. Packen wir mal einmal auf den Stapel. Dann kommen wir mal zu diesem berühmt-berüchtigten Baseballspiel, was ich habe. Von Namco. Damals noch war ja Bandai Namco noch nicht vereinigt. Ich mag auch diese rote Papphülle. Sehr schön gestaltet, auch sehr bunt. Das Artwork auch richtig hübsch. Es ist zwar nur ein Sportspiel und es ist auf Japanisch. Ich kann einfach nichts lesen. Aber hier 95 wurde das herausgebracht. Sehr schön. Und bei dem Spiel haben wir nämlich noch eine Besonderheit, die wir noch mal dazu haben. Da haben wir zum einen erstmal das Spiel. Das haben wir auch mal rausholen können. Sehr schön. Alles in diesen Plastikschälchen sind nicht wirklich nachhaltig, aber halten für die Ewigkeit gefühlt. Die Anleitung haben wir hier einmal. Die Anleitung finde ich ganz besonders hübsch, weil wir hier auch vieles so ein bisschen im Zeichentrickstil haben. Na, wenn man mal so guckt hier. Erklärungen, die Figuren zum Beispiel könnten aus einem Anime entstammen. Kann auch sein, dass es zum Anime in Japan gegeben hat, aber da war ja deutschlandmäßig noch nicht so viel anime-mäßig bei uns. Es ist auf jeden Fall auch eine recht schöne Anleitung. Ein Beilegblatt von Namco. Der Rückseite könnte man Notizen aufschreiben und dann haben wir hier ganz besonders, wo ich gestaunt habe, dass das dabei ist, Sticker der verschiedenen wahrscheinlich Vereine, die es damals gegeben hat, Teams, alle noch original, könnte man abziehen, wenn man möchte, ist einfach ein Stickerbogen. So, noch nie gesehen. Wahnsinn, was es nicht alles gibt, was nicht alles aufgehoben wird. Sowas würde es in einer europäischen wird nie geben. Ne? Kommen wir mal zum letzten Spiel, zum letzten Super Nintendo Spiel. Und dann war einmal das Derby Saloon 3, ein Pferdesportspiel, Pferderennsport. Hat ja auch seine Fans. Können wir uns mal so ein bisschen die Grafik angucken. Ja. Sowas kommt halt nicht nach Deutschland, ne? Ich glaube, das wäre gefloppt. Aber sehr schön auf jeden Fall. Da gucken wir uns jetzt einfach nochmal das Spiel an und die Anleitung. Denn mehr gibt es nicht zu diesem Spiel. Sehr schön, ne? Auch sehr schön. Dann haben wir hier einmal das Begleitheft. Das ist meiner Meinung nach auch sehr schön. Auch mit den Bildern hier, mit den Bebilderungen. Wahnsinn. Könnte auch aus irgendeinem Anime sein. Richtig schön gezeichnet. Liebe da einfach drin steckt. Sau schön. Ja.
Gut. Dann werde ich mich erstmal von euch verabschieden, ne? Ich wechsle dann nochmal die Kamera um. Und das waren sie, alle vier Spiele. Es kommen noch japanische Super Nintendo Spiele auf dem Kanal, werde ich auch noch welche vorstellen und zeigen. Ich habe nämlich noch welche dann, aber an dieser Stelle soll es erstmal gewesen sein. Da ist die Kamera tatsächlich komischerweise eben gerade ausgegangen. Ja, das soll es gewesen sein von diesem Video. Ich packe jetzt, wie gesagt, alles ein. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen. War mal was anderes. Ich denke, beim nächsten Mal machen wir dann einmal die Manga-VHS-Kassetten, gucken die uns genauer an. Es ist recht entspannt, muss ich sagen, hier im Keller. Und ja, sehr warm. Also ich friere gar nicht. Ich habe hier so einen Wiesenboden drin. So einen Und hier ist es wärmer drin als oben bei mir auf dem Dachboden. Witzigerweise. Genau, Neuzugänge werden auch noch kommen. Da habe ich auch noch einige. Die machen wir aber dann, denke ich mal, Ende des Monats. Und soweit bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ja, bis zum nächsten Mal. Also, bis dahin. Ciao.